Oh Mann, ich hab schon wieder gegen mein Teddybärchen verloren und hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ich habe hier gerade mit meinem süßen Teddybärchen ein bisschen Karten gespielt, aber der ist so, so gut da drin und ich verliere jede Runde. Und ihr seht es, ich bin noch in meinem Pyjama und bevor wir irgendwas heute machen, ziehe ich mich erstmal um. Zack, zack, zack. Zack, und yeah, da bin ich wieder. Ich habe mich umgezogen. Und Freunde, wir gehen gleich zusammen mal nach draußen, weil es ist so ein schönes Wetter. Aber davor, hey Tweety, füttere ich erstmal meine Haustiere natürlich, wie es sich gehört. So, ich nehme hier ein bisschen Steak raus. Komm, wir nehmen ein bisschen mehr Steak raus. Und Vogelfutter habe ich natürlich auch hier dabei. Und hier, hey, Bella, was machst du denn da unten? Versteck dich nicht, oh süß. So, so süß. So, komm, Hundis, bekommt ihr ein bisschen was zum Essen. So, zack, zack, zack. Sehr, sehr cool. Bella, wenn du Hunger hast, hier liegt was zum Essen. Sehr, sehr cool. Und dann gehe ich natürlich zu meinem Vögelchen, zu Tweety. Hey, Tweety, guck mal, ich habe hier ein bisschen Vogelfutter für dich. Hier, warte, ich werde dir ein bisschen ins Käfig rein. Und zack, sehr, sehr cool. Lass es dir schmecken, Tweety. So, Freunde, dann haben wir schon mal alle unsere Haustiere gefüttert. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und hier ist doch das Buch, welches ich letzte Woche gefunden habe, als ich die Entführer von Lukis Eltern getroffen habe. Und in diesem Buch steht ja der ganze Plan drin, welchen den Entführer haben. Und ich hoffe, ihr habt alle das Video gesehen. Wenn nicht, schaut euch das unbedingt vor diesem Video an. Und heute, Freunde, suchen wir mal weiter nach Lukis Eltern. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, komm, ich gehe erstmal mit meiner kleinen süßen Hündin ein bisschen Gassi. Komm, Bella. Komm, meine Hündin. Oh Mann, wo geht die denn jetzt wieder hin? Bella, ich will doch nur mit dir ein bisschen Gassi gehen. Jetzt komm. Oh, sie ist so, so süß. Das macht so, so viel Spaß, mit meiner Hündin Bella Gassi zu gehen. Hier ist ja unsere Bank. Und warte, Bella. Hey, komm, mach mal ein bisschen schneller. Du musst leider draußen bleiben. Du darfst leider noch nicht in die Bank reingehen. Ich gehe nämlich zur Bank, weil ich habe hier meine Diamanten abgegeben, bevor die mir vielleicht zu Hause geklaut werden. Hallo, genau. Ich bin der Syntax und ich habe hier letztens Diamanten abgegeben in der Bank. Und da unten rechts in der Ecke soll ich reingucken. Da sind meine Diamanten. Okay, schaut mal, Freunde, das sind alles meine Diamanten. Und ich nehme mal so ein bisschen raus. Okay, dankeschön. Tschüssi. So, hallo Bella. Ich habe nur meine Diamanten aus der Bank rausgeholt, weil ich wollte vielleicht noch irgendwas heute kaufen. Und da ist schon der Park und der Park gefällt mir so, so gut. Schaut euch das mal an. Hier kann man immer so schön spazieren gehen. Man kann sich hier hinsetzen. Das ist so, so cool. Hier ist natürlich auch so ein kleiner Teich mit süßen Fischis. Das ist richtig, richtig cool. Dann guck mal, hier ist so eine Hängebrücke. Und Bella kann hier in Ruhe spazieren gehen und frei rumlaufen. Und ich kann jetzt zum Beispiel auf der Schaukel sein. Das ist so, so cool. Und schaut mal, Bella, gefällt der Park auch so, so gut. Das ist richtig, richtig cool. Nicht so den Fisch ist jetzt Wasser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Bella. Was machst du denn im Wasser? Komm denn sofort raus. Du bist doch kein Fischi, Bella. Oh, sie ist so, so süß. Oh Mann, oh Bella. Komm, Bella, wir gehen mal aus dem Park raus. Nämlich wollte ich mir noch ein paar Spielzeuge vielleicht kaufen beim Spielzeugladen. Hunde sind hier leider nicht erlaubt. Aber ich beeile mich, Bella. Mal gucken. Ich habe eigentlich so viele Spielzeuge, aber ich will unbedingt mehr haben. Und oh, schaut mal, da ist so ein süßer Hundi. Den kaufe ich für Bella. Und oh, da ist so ein Häschen, den kaufe ich für mich. Und ich finde, das sieht richtig, richtig süß aus. So, und dann kaufe ich die. Guten Tag, ich möchte einmal so ein Häschen kaufen und einen Hundi. Zwei Diamanten, gar kein Problem. Hihi, bitteschön, eins, zwei, tschüssi. So, Bella, guck mal, ich habe sogar auch was für dich gekauft und tada. Ich habe dir Plüschtierhundi gekauft und wie cool ist das denn? Bella freut sich so, so sehr über den neuen Plüschtierhundi. Hihi, sehr, sehr cool. Und ich habe mir so ein richtig cooles Häschen gekauft. Das gefällt mir auch so, so gut. Aber komm, Bella, jetzt geht es wieder ab nach Hause. Und ich würde sagen, wenn wir dann zu Hause angekommen sind, suche ich weiter nach Informationen über Lukis Eltern. Und später
gehen wir dann noch zu Luki nach oben. Hihi. Komm, Bella, da sind wir schon zu Hause angekommen. Und schaut mal, Rundi, was ich euch gekauft habe. So einen richtig süßen Plüschrundi. Und gefällt er euch? Hi, guck mal. Bella ist schon so aufgeregt und ich freue mich so, so sehr. Oh Mann, oh Bella, du bist so eine süße Hündin. Komm, jetzt setz dich aber erstmal hin. Alles ist gut. Essen ist auch noch ein bisschen drin, wenn ihr Hunger habt. Und ich gehe jetzt erstmal rein. Hihi. Tschüssi, Rundis. Sehr, sehr cool. So, dann würde ich sagen, Freunde, ich gehe mal an meinen Computer und ich suche mal nach irgendwelchen Informationen über Lukis Eltern, weil Luki vermisst ja immer noch seine Eltern und er sucht die schon. Und deswegen schaue ich mal, ob ich vielleicht irgendwas im Internet finde. Ich sitze jetzt schon mehrere Stunden an meinem Computer, aber ich finde gar keine Informationen über die Eltern von Luki. Und, oh, wartet mal, Freunde, was ist das denn für eine Seite? Wartet, ich klicke mal drauf und, wow! Ich habe wirklich was gefunden über Lukis Eltern. Schaut euch das mal an. Warte mal, die Überschrift, da steht Lukis Eltern. Und wow, da sind sogar Bilder von Lukis Eltern. Also so sieht Lukis Mami aus und so sieht Lukis Papi aus. Okay, das sind schon mal zwei sehr, sehr wichtige Informationen, die wir gefunden haben. Und dann stehen hier drunter sogar noch die Namen. Einmal Johanna Wolf und Timo Wolf. Also die Mutter heißt anscheinend Johanna mit Vornamen und der Vater Timo. Das wussten wir aber schon. Aber mit Nachnamen heißen sie anscheinend Wolf. Das ist auch sehr, sehr gut zu wissen. Da steht sogar der Geburtsort, nämlich wurden die in Deutschland geboren, natürlich, hihi, und in der Stadt Main City. In Main City? Die Stadt kenne ich sogar und, wartet mal, und da drunter steht sogar, wo die wohnen und die wohnen sogar in Main City. Das heißt, Lukis Eltern sind in Main City geboren und die leben dort und da steht sogar die Straße und, wartet mal, die wohnen in der Luki-Straße 1? Das ist ja merkwürdig. Also anscheinend wohnen die in der Luki-Straße. Aber ich habe wirklich die Adresse von Lukis Eltern herausgefunden. Ich weiß jetzt die Adresse von Lukis Eltern und schreibt mir genau jetzt in die Kommentare, sollen Vitamin und ich mal zu der Adresse fahren? Also sollen wir mal zu der Luki-Straße 1 fahren und uns mal das Haus von Lukis Eltern anschauen? Schreibt es genau jetzt unbedingt unten in die Kommentare. Und da drunter steht, die haben ja ein Kind und das heißt Luki. Und was steht da drunter? Johanna und Timo sind glücklich verheiratet mit einem Kind namens Luki. Ja, das weiß ich schon. Und wow, sie sind sehr beliebt und einer der reichsten Leute der Welt. Wie verrückt ist das denn, Freunde? Lukis Eltern sind anscheinend Millionäre. Das heißt, die haben ganz, ganz viel Geld und sind die reichsten Leute der Welt. Und das wusste ich doch gar nicht über Lukis Eltern. Ich habe die Seite jetzt erstmal zugemacht, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal sofort zu Luki. Und diese Informationen, die wir gerade beide zusammen entdeckt haben, waren wirklich ganz, ganz wichtig. Jetzt aber ganz, ganz schnell zu Luki nach oben. Und der Arme vermisst immer noch seine Eltern. Aber dass seine Eltern entführt wurden, das dürfen wir ihm auf keinen Fall erzählen. Weil sonst wird er noch ganz, ganz traurig. Und das wollen wir nicht. Luki, hey, und hallo Luki, wie geht's hallo, dir? Hallo, nix. Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht es auch sehr, sehr gut, Luki. Und du wirst gleich ganz, ganz froh sein. Ich habe nämlich sehr, sehr gute Neuigkeiten über deine Eltern gefunden. Hihi. Du hast Mama und Papa gefunden? Nein, deine Eltern habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe ganz, ganz wichtige Informationen über deine Eltern gefunden, mit denen wir deine Eltern auf jeden Fall finden können. Also erstmal habe ich herausgefunden, dass deine Mami Johanna heißt und dein Papi Timo und sie sind in Deutschland geboren, in der Stadt Main City und die wohnen sogar in Main City und weißt du, wie der Straßenname heißt? Nein, sind nix. Ja, warte, hör mir jetzt ganz, ganz genau zu. Die Straße, in der sie wohnen, heißt Luki Straße 1. Was? Ja, die Straße heißt genauso wie du, Luki. Ist das nicht verrückt? Aber wieso heißt die Luki Straße? Ich weiß auch nicht, wieso die Straße Luki Straße heißt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Sie sind sehr beliebt und einer der reichsten Leute der Welt. Meine Eltern sind reich? Ja,
Genau, deine Eltern, Luki, das sind Millionäre. Das heißt, dass sie ganz, ganz viel Geld haben, Luki. Hihi. Wir wissen ja, dass deine Eltern in der Stadt Main City wohnen, in der Luki-Straße 1. Sollen wir mal bald zu dem Haus hinfahren und uns das Haus mal genauer anschauen, Luki? Ist das eine Idee? Ja, sehr gute Idee. Ja? Du wärst auf jeden Fall dabei. Luki ist dabei. Yeah, das freut mich richtig, richtig sehr, Luki. Also schreibt unbedingt unten in die Kommentare, ob wir mal das Haus von Lukis Eltern besuchen sollen. Und vielleicht finden wir ja dort irgendwelche neuen Informationen. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss, Freunde.